Hallo liebe Dino-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark mit unserem Hansi. So, ich habe jetzt gewartet, bis die Nacht vorüber ist. Ja. In der Nacht war ich natürlich auch aktiv. Hier, unser Trizi ist voll mit Bausachen. Den wollen wir jetzt gleich hoch zur Baustelle. Das Fundament 5x5 habe ich fertig gebaut. Ich habe hier entlang, hier ist so ein Weg, hier habe ich die ganzen Bäume dafür abgetragen. Und ja, ich habe gesehen, es gibt ein Klo. Und das werden wir relativ schnell brauchen. So. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht so wirklich, wie die nächsten Schritte sind, ne? Darum geht es jetzt erstmal hier für mich ein bisschen ums Bauen. So, dreht sie. Brauchen einmal die Tür. Ich habe hier gebaut einen Räucherofen, Schmelzofen, Werkbank habe ich gleich wieder gebaut, weil man das unten nicht abbauen kann. Wände, Fenster, lauter Holzdecke-Struktur. Okay, warum ich das gebaut habe, weiß ich jetzt nicht mehr. Eigentlich dachte ich, ich habe sowas noch gar nicht gebaut. Aber, okay. Wie bauen wir unser Haus? Das Wichtigste bei einem Haus ist immer zu wissen, wo gehst du rein. Ist jetzt so richtig? Genau sowas falsch. Wie kriege ich das jetzt anders hin? Also das von der Seite bauen. Ist das auch in der Mitte? Jetzt ist richtig. So. Links und rechts braucht man natürlich ein. Ist das Baumenü blöd? Na komm, aufheben. Müssen wir es echt jetzt von außen bauen? Ja, scheint so. Braucht man ein Fenster, ne? Anliegend natürlich dann hier Wände, Wände, Wände. So habe ich mir das hier drüben übrigens auch vorgestellt. Ja, stimmt. Dann wollte ich hier gerne nochmal zwei Fenster. Eins hier. Nee. Hinten wollte ich nur ein Fenster oder habe ich mich einfach verrechnet? Ich weiß es nicht. Wir machen es so, okay? Passt. Das ist mal das Grundgerüst für unsere Bude. Da oben drauf, muss ich das jetzt auch wieder von außen machen. Komm, steck jetzt mal die Armbrust hier weg. Ja. Ich möchte nämlich, dass das Haus ein bisschen höher ist. Ich möchte mir nämlich gerne so eine Galerie einbauen. Also so einen halben Zwischenstock, wo dann das Bett und alles oben ist. Und die persönlichen Dinge. Das war auf jeden Fall so meine Überlegung. Ja, optimal berechnet, ne? Optimal berechnet. So. Ich habe mir hier so ein... Wo ist er? Habe ich den noch gar nicht gebaut? Okay, offensichtlich habe ich den noch nicht gebaut. Kamin, ne? Ne. Dachte, ich hätte mir den schon gebaut. Ich habe mir nämlich so einen Kamin freigeschalten bei den Engramme. So, wir haben hier eine Tür. Sehr schön. Hier außenrum, es soll ein bisschen im Western-Stil sein, kommt dann, wie gesagt, eine Veranda. Aber jetzt brauchen wir erstmal wieder jede Menge Holz. Stolz auf Holz. Das habe ich nie gebaut. Das ist ein schräges, ne?
Ne. Ah, okay, da habe ich schon das gebaut. So ungefähr soll das dann ausschauen, ne? Dass man hier drunter vielleicht die Kisten oder so macht. Machen wir drei rüber. Hier dann eine Treppe hoch, oben das Bett. Ungefähr. Das war mein Plan. Warum legt er die blöde Armbrust nicht weg mal? Der nimmt sie nicht aus der Hand. Das ist mir sehr suspekt. Warum habe ich das eigentlich mit? Gut. Nee. Wir haben Punkte wieder zu vergeben. Ich würde hier jetzt eher mal wieder in Richtung Gewicht und Bewegungsgeschwindigkeit gehen. Hallo Parasaurus. Hier eben mal kurz wieder ein bisschen Holz farmen. Weil das sind ja Wälder da, ne? Dass Maritonen kommen und sie fällen. Roden. Das kennen wir schon aus Minecraft, das kennen wir aus jedem erdenklich anderen Survival-Spiel. Stolz auf Holz. Ich meine, viel kommt ja da nicht raus, ne? Siehst ja. Diesen komischen Bäumchen. Das ist ein ziemlich schön überladen. 100, 200, 300, das kriegst du noch. Das kriegst du. Dann sammeln wir noch einmal ein bisschen was ein. Ein bisschen was verträgt er noch. Und ich möchte dann auch gleich mehr oder weniger eine angrenzende, soll man sagen, ein Gehege bauen für Dinos. Und dann, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Hack. Kann immer noch nicht laufen. Jetzt. Hätte es mir ruhig entgegenkommen können. Das wäre jetzt eigentlich gerade mein Plan gewesen. So, und wir nehmen das hier noch mit. Er wird jetzt ein bisschen länger brauchen wie wir, weil er so überladen ist. Ihr seht's. Na komm. Können wir da irgendwas noch abnehmen, damit es der bisschen leichter wirst. Dafür nimmst du das, ne? So, komm. Ach, egal. Egal. So. Wir brauchen Boden, nein. Wie hieß das? Dach. Schräges Holzdach. Nee, wie hieß denn das? Holzdecke, so. Was braucht man dafür? Was fehlt? Fasern. Ah, es fehlt halt immer Fasern. Darum habe ich mir übrigens auch eine Sichel wieder gebaut, ne? Er kommt in Slow Motion, aber er kommt. Sorry für den Huster. Ich werde sicher darauf vergessen, ihn rauszuschneiden. So. Ich hole, bis er hier ist, gleich mal wieder Fasern. Dann braucht man da natürlich eine Treppe rauf. Ich mache das jetzt bewusst. Brauchen wir jetzt wieder Stroh, ne? Macht das jetzt gerade bewusst aus Holz. Denn wir werden nicht ewig hier bleiben. Es wird unser erstes Haus sein. Es
Es wird das erste richtige Zuhause, was wir haben, und wir werden ja irgendwann weiterziehen. Ne? Wir waren ja schon in dem riesengroßen Wald. Was hat er denn für ein Problem? Durst und Hunger. Bitteschön. So, die Treppe wollen wir hier oder hier? Eigentlich ist es egal, ne? Oder man könnte sie eigentlich auch mittig machen. Dann links und rechts vorbeigehen. Muss man aber. Na, wir machen sie hierher. Drüben, weil sonst haben wir immer wieder Probleme, dass wir hier mit die Tür auf und zu machen müssen. Und ich bin ja jemand, der was gern mal auch die Tür offen lässt, ne? So, du bist auch da. Sehr schön. Gut. Den Schmelz. Gib mir mal den Schmelzofen. Nee, gib mir mal das Bett. Jetzt kannst du mir gehen. Den Räucherofen würde ich ja fast gern draußen anbringen. Zwecks Gerüchen und so. So, okay, das geht wieder aus. Da hätte ich aber gern. Ne, wie hieß das Kiste? Gibt es da auch eine größere eigentlich? Truhe? Trog? Nee. Kiste? Truhe? Gibt es nicht. Also es gibt nur die Kiste. Okay. Was fehlt uns für die Kiste? Fasern, Holz, oh, Wunder. Was tust du? Ah, ich habe heute leichte Steuerungsschwierigkeiten, wie ihr seht. Herstellung, Kiste. Das wird quasi die Kiste, wo wir unsere Werkzeuge und so reingeben. Das soll so eine Art im Nachttischstil werden. Das ist auch ein Grund, warum ich das jetzt hier gerade mache. Einfach, um weiter aufzuleveln. Ja? Wir brauchen so ein anderes Flugding. Ein Agilisaurus oder wie das heißt. Oder Agitalius oder irgendwie ein Agi halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, okay. Da können wir dann unsere Werkzeuge zum Beispiel reinlegen. Ja? Wäre so die Überlegung. Dann haben wir hier die Werkbank. Die Werkbank kommt auch ins Haus rein. Die hätte ich gern da so unter der Treppe. Okay. Steht die richtig? Steht richtig. Bin immer ein bisschen am Schauen, ob hier eh nichts Böses kommt, denn ich weiß ja, hier oben haben wir mal Raptoren gesehen, beziehungsweise in der Nähe. Den Räucherofen. Ich mache jetzt noch. Wo sind die Fundamente? Ich würde gerne noch mehr Fundamente bauen, ehrlich gesagt. Nämlich 5 an der Zahl. Nee. 3. 2. Ich weiß es gar nicht. So, das wollte ich bauen. Holzgeländer, 2 Stück. Das passt. Erstmal für drin. Die sollen da oben noch rankommen. Ja, also hier. Ich will ja da nicht runterfallen die ganze Zeit. Später werde ich mich wahrscheinlich dran ärgern. Oder drüber ärgern. Dass ich mir hier ein Geländer hingemacht habe, damit ich nicht immer einfach runterhüpfen kann. Aber erstmal hätte ich da gern einfach zwecks der Richtigkeit ein Geländer. So.
Den Räucherofen gibst, die Schmiede gibst mir mal mit. Da habe ich mir überlegt, die kommt hier hinten. Ja. Ja, kann ruhig noch ein bisschen weiter nach hinten. Optimal. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Und eben auch den Räucherofen. Den hätte ich auch gern da hinten. Und darum wollte ich jetzt da hinten noch eigentlich... So, ist das halbwegs mittig? Ja. Sehr schön. Engram stellt die Hungerring Rubs, gegrillte Zimtflug. Öl brauche ich da, verdammt. Verdammt, wir haben kein Öl. Und die Überlegung war jetzt eben gerade. Eigentlich kommt man so gut vorbei, ne? So kommen wir gut vorbei. Das heißt, wir brauchen die beiden hier eigentlich gar nicht. Kann ich die wieder irgendwie... Kriegst du. Ich krieg dafür er jetzt mal. Wir kriegen wieder Holz. Basern haben wir noch. Stroh haben wir auch. Ich hätte dann nämlich gern noch Treppen. 4 an der Zahl. Okay, wir bauen 3. Denn wir wollen da auf jeder Seite natürlich auch hochgehen. So, komm her. Ordentlich hochgehen. So. Okay. Natürlich hier mittig. Okay. Und hier. 3 reicht im Endeffekt eh. Weil, wenn wir sich ehrlich sind, hinten werden wir nie runtergehen. Wozu auch? Wozu auch? So, dann gab es diese Säulen. Wo sind sie? Da. Das ist ein Pachi, oder? Okay, ein Pachi ist lieb. Gut. Ich traue dem nicht. Ich habe mich jetzt eben mit der Dodo-App ein bisschen auseinandergesetzt und habe auch so... Der irritiert mich, wenn der da rumläuft. Bist du wirklich lieb, Pachi? Level 8. Geh trotzdem rein. Ich habe mich ein bisschen mit dem ganzen Thema Zähmen und so herausgesetzt und es wird da immer wieder gesprochen, oder ich habe des Öfteren jetzt gelesen, von einem Zähmkäfig. Ich habe jetzt aber irgendwie keinen Zähmkäfig oder was Vergleichbares. Gefunden. Was fehlt uns jetzt? Wahrscheinlich Holz, ne? Haben wir jetzt kein Holz mehr? Ach, verdammt. Platzieren wir die noch schnell. Das soll nämlich hier so an den Ecken. Hätte ich die gern. Geht das nicht? Wieso geht das nur im Raum und nicht an der Ecke? Ich hätte das gern an der Ecke gehabt. Weg ist versperrt. Sonst kann ich es überall setzen, nur da nicht, ne? Da könnte ich es hinsetzen. Aber da will ich ihn ja nicht. Ich will ihn eigentlich genau hier.
Hä? Also das ist komisch. Der geht immer nur mittig, oder wie? Okay, das können wir auch nicht brauchen, das Zeug. Komm, das hau ich dabei mal einfach hier in die Werkbank rein. Sonst trage ich es jetzt die ganze Zeit mit mir rum. Und wir wollen ja Holz holen. Unser Dach. Werden jetzt sicher noch zwei, drei Folgen hier ein bisschen mit dem Bausystem tüfteln. Der hat mich schon wieder nervös gemacht. Ich würde sagen, ich schaffe jetzt mal wieder ordentlich Holz ran und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder an der Baustelle.